Herzlich willkommen zu den Games World Daily News, eurer täglichen Dosis Videospiele-Nachrichten. Heute ganz besonderer Dank nochmal an euch für das wahnsinnig tolle Feedback der zur letzten Folge. Ja, wir haben ja ein bisschen umgebaut hier, neues Studio, ein bisschen die Sendung umstrukturiert und es scheint ganz gut anzukommen bei euch. Dafür auf jeden Fall mal vielen Dank. Wir starten aber gleich durch mit den Themen, unter anderem Cyberpunk 2077. Entwickler CD Projekt Red ist zuversichtlich, Cyberpunk 2077 soll noch erfolgreicher werden als The Witcher 3 und der Grund sei das besondere Szenario. Ja. Dann Bulletstorm 2. Die Realisierung des Projekts hängt laut Entwickler People Can Fly vom Erfolg der kommenden Remaster-Fassung des ersten Teils ab. Bei Final Fantasy 15 gibt es neue Infos zum ersten DLC. Der bringt neue Modi, aber auch eine ziemlich enttäuschende Spielzeit. Aus der Rubrik Kurios, ein 12-Jähriger auf Kickstarter will sein eigenes GTA entwickeln und verlangt dafür einen Rekordbetrag. Naja, mal sehen, was dahinter steckt. Und das erste PS Plus Spiel für den April steht fest. Es handelt sich dabei sogar erstmals um eine komplette Neuerscheinung. Genau, jetzt geht's auch los. Wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Cyberpunk 2077, das ist natürlich das nächste große Rollenspiel von den Witcher-Machern CD Projekt Red. Und die sind bereits jetzt fest überzeugt vom Erfolg des Spiels. Laut Studio-Mitgründer Michal Kiczynsk soll sich das Rollenspiel noch besser verkaufen als The Witcher 3, was schon natürlich eine ordentliche Summe wäre. Ja, nicht nur für CD Projekt Red, sondern für ganz Polen eigentlich. Hat man ja schon gesehen, es gab eine Witcher-Briefmarke unter anderem. Und da will man jetzt, das will man jetzt noch übertreffen. In einem Interview mit dem polnischen Magazin Gazeta gab er an, dass vor allem das Setting von Cyberpunk der Grund für diese Erfolgsaussichten sei. Mit The Witcher sei das Entwicklerteam sehr eingeschränkt gewesen, da das ja in so einem Fantasy-Szenario spielen musste. Und eine weitere Herausforderung wäre da noch gewesen, westlichen Spielern eine in Mittel- und Osteuropa etablierte Marke nahezubringen. Klar, Witcher, die Romane und so weiter, die sind da ja Kulturgut eigentlich, könnte man sagen. Cyberpunk 2077 dagegen bietet ein Szenario, das halt viel näher am Leben der Menschen sei. Das Genre Cyberpunk sei ja zudem extrem populär in Spielen, Comics und Filmen. Fantasy dagegen richte sich eher an eine Nische. Naja, kann man auch anders sehen. Schenkt mal den Entwicklern Glauben, ist der Erfolg des Titels also bereits gesichert. Konkrete Infos oder einen Release-Termin gibt es zu Cyberpunk 2077 allerdings noch nicht. Wir erinnern uns, 2013 ist das ja schon gewesen. 4 Jahre her. 4 Jahre, da wurde der Titel in einem kurzen Teaser angekündigt. Seitdem wurde die Entwicklung sogar kurzzeitig auf Eis gelegt, da CD-Projekt mit The Witcher 3 beschäftigt war. Ja. Also der Druck, der auf CD-Projekt liegt, so, der ist natürlich immens. Das muss man halt ganz klar sagen. Sie machen es sich halt auch nicht wirklich leichter durch solche Aussagen. Ne? Wenn du so selbst überzeugt von dem Projekt sprichst im Vorfeld und das dann eben nach hinten losgeht, dann ist das meistens ganz, ganz peinlich. Aber wir hoffen natürlich das Beste, dass sie gute Spiele machen. Haben sie mit The Witcher 3 eines der besten Rollenspiele, die jemals erschienen sind. Und von daher, ich habe da auch große Hoffnung, dass Cyberpunk 2077 ein tolles Spiel wird. Ja, Bulletstorm 2 könnte ein tolles Spiel werden oder es könnte auch gar nicht kommen. Denn ob es kommt, das hängt vom wirtschaftlichen Erfolg der Neuauflage des Vorgängers ab. Das gab Entwickler People Can Fly im Rahmen der PAX East, also das ist ja so eine Spielemesse in Amerika, gegenüber DualShockers an. Zwar denke man schon konkret an eine Fortsetzung, diese hänge aber von der Full Clip Edition des Vorgängers ab. Ja, verkauft sich die Remastered-Fassung jetzt eben gut, dann steht im Bulletstorm 2 eben nichts mehr im Weg. Die Full Clip Edition, vielleicht zur Info, die erscheint Anfang April für PC, PlayStation 4 und Xbox One und überzeugt ja so mit überarbeiteter Grafik. Eben, Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter und außerdem für uns in Deutschland hier, für deutsche Spieler, da kommen wir zum ersten Mal in den Genuss einer ungeschnittenen Fassung von Bulletstorm. Das Spiel ist Anfang 2011 schon erschienen. Auch schon eine Weile her, ja. Allerdings halt ziemlich stark geschnitten. Das war so auch ein bisschen so der Kritikpunkt, weil die brutalen Takedowns, diese Manöver, die du da erfüllen kannst, die machen halt einen großen Teil des Flairs des Spiels aus. Ja? Und das merkt man auch, wenn man mal die Uncut-Version gespielt hat und dann die geschnittene Version spielt. Also da fehlt halt echt was. Genau. Ende Februar 2017 hat Publisher Gearbox allerdings die Listenstreichung bei der BPJM
erwirkt. Also erwirkt. Erwirkt hat er. Nein, haben sie natürlich nicht. Sie haben da Formulare eingereicht und dann wurde das Ganze sich nochmal angeschaut und wurde vom Index genommen. Da hat sich ja ein bisschen die Welt weitergedreht. Man ist da ein bisschen lockerer geworden. Auch es ist akzeptierter, wie das ja bei allen Medien so der Fall ist mit der Zeit. Hatten wir gestern bei Gears of War 2 zum Beispiel zwei selbe Diskussionen und so und von daher eine gute Entwicklung. Ja, Bulletstorm sicherlich interessant. Eine gute Marke und so und hoffentlich wird das fortgesetzt. Also würde mich freuen. Persönlich. Auf jeden Fall. Ich habe es damals auch dank Connections nach Österreich Uncut gespielt und es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Also seid gespannt. Jeder, der auf Gears of War und so ein bisschen Macho-Shooter steht, der wird da seinen Spaß damit haben. Genau. Mit Final Fantasy XV hatten einige von euch bestimmt schon ihren Spaß. Der hat aber noch kein Loch, denn der erste Gefährten-DLC, der erscheint jetzt schon Ende März am 28. und beleuchtet dann dementsprechend den Charakter Gladiolus. Ein wunderbarer Name. Jetzt gibt's halt erste Infos, vor allem zur Spieldauer und die macht uns halt ein bisschen Sorgen. Produzent Haruyoshi Sawatari ging in einem Interview mit Game Informer darauf ein. Der DLC zeigt inhaltlich so das, was der Gladiolus erlebt hat, während er in der Hauptstory eben abwesend war. Genau. Passiert ja mal in Final Fantasy XV. Und vielleicht noch zur Aufklärung, das ist halt einer von Prinz Noctis Homies, könnte man sagen. Von dieser Boyband quasi, von dieser Final Fantasy XV Boyband. Du sagst es, das ist im Spiel tatsächlich so, dass der sich mal verabschiedet für eine Zeit und dann ist er wieder da und niemand weiß so genau, was da passiert ist. Und das soll man dann im DLC rausfinden können. Allerdings, und das ist ein großes Allerdings, ja, mit der Story der Erweiterung ist wohl schon nach 90 bis 120 Minuten Schluss. Ja, 1,5 Stunden bis 2 Stunden Spielspaß für einen DLC. Allerdings ist es noch so, er verspricht noch, nach dem ersten Durchgang gibt es Bonus-Modi, die dann auch den Wiederspielwert erhöhen sollen eben. Wie die genau aussehen, hat er aber auch noch nicht so detailliert gesagt. Fraglich ist es halt, ob so ein DLC, der jetzt knapp 10 Euro kostet, sich halt wirklich lohnt, wenn man nur 2 Stunden spielen kann. Das ist die große Frage, ja. Episode Gladiolus ist übrigens Teil des Season Pass von Final Fantasy XV, der ja ungefähr 25 Euro kostet. Für die Zukunft sind zudem 2 weitere DLCs geplant, die sich dann entsprechend auf die Abenteuer von Ignis und Prompto fokussieren. Das sind eben die 2 anderen Nasenbären, die da mit Prinz Noctis durch das Land ziehen und dann diverse Abenteuer erleben. Auf festen Straßen. Ja? Auf festen Straßen. Mit der Limousine. Oder auch mit diesem Auto durch die Gegend fliegen. Wie hieß diese Limousine? Mir fällt gerade der Name. Weiß ich nicht, aber ich bin irgendwann, auch einen super Namen, irgendwann kann die fliegen. Ja. Und das steuerte sich aber nicht so gut. Also ich habe die dann erstmal direkt in den ersten Berg habe ich so gelenkt. Ein Schienenfahrzeug. Kommen wir zu anderen kuriosen Nachrichten. Ein 12-jähriger Engländer, der möchte sein eigenes GTA entwickeln und via Kickstarter hat er die Community noch ein bisschen finanzieller Unterstützung gefragt. Sein Spiel nennt sich The Country und man soll darin schießen und Zeug machen können. Erscheinen soll der Titel dann völlig kostenlos auf Steam, wenn er denn fertiggestellt ist. Und für die Umsetzung braucht der 12-Jährige jetzt nicht wie Rockstar Games Tausende von Euros. Hä? Oder Hunderttausende. Oder Millionen von Euros. Nein, er braucht nur 90 Pfund. Das sind umgerechnet gerade mal ungefähr 100 Euro. 15 Bäcker finden das, glaube ich, genauso lustig wie wir. Und die konnte er bereits überzeugen. Sein Finanzierungsziel hat er schon zu 200% erreicht. Noch ein bisschen zum Hintergrund, der Papa von dem Jungen, der hat ihm wohl erlaubt, dieses Projekt auf Kickstarter zu bringen. Wenn er groß ist, möchte der kleine Engländer Spieleentwickler werden. Wir finden die Aktion halt klasse. Ich finde es super. Also, total. Ob da jetzt dabei was rauskommt oder nicht, mein Gott, ist ja auch nicht mehr so wichtig im Leben. Wenn man sich so überlegt, ich habe mit 12 Jahren, hätte ich noch kein Spiel entwickeln können, geschweige denn irgendeine Kampagne auf Kickstarter starten. Definitiv, da habe ich noch Lego gespielt oder sowas. Ja. Deswegen an den 12-Jährigen viel Erfolg und Durchhaltevermögen für dein Projekt und dann kann es ja mit der Spieleentwicklerkarriere gar nicht mehr schiefgehen eigentlich. Wir versprechen hier, wenn das tatsächlich was wird, machen wir ein Let's Play hier. Auf jeden Fall. Oder? Wir sollten ihn unterstützen vielleicht. Mal gucken. Ja. PlayStation Plus würden viele PlayStation-Spieler gerne unterstützen. Und das erste Gratisspiel, das jetzt im April dann auf uns wartet und kostenlos erscheint, das ist jetzt bekannt. Dabei handelt es sich um das Actionspiel Drawn to Death, zu Tode gezeichnet. Der Titel wurde zuvor noch nicht veröffentlicht und feiert mit dem Release über PlayStation Plus sein Debüt tatsächlich. Drawn to Death ist so ein Multiplayer-Actionspiel mit einem außergewöhnlichen Grafikstil. Der Titel spielt sich nämlich auf einem Zeichenblock ab. Ja, sieht super kurios aus. Ich mag den Grafikstil sehr. Ja. Ich feiere das total ab. Wer jetzt von euch keine PlayStation Plus Mitgliedschaft besitzt, der kann den Titel dann ab dem 4. April alternativ auch für ungefähr einmalig 20 Euro erwerben.
wenn einen das überzeugt hat. Weitere Gratisspiele für April sind ja meistens 3 bis 4 für die PlayStation 4. Die stehen aktuell noch nicht fest. Das wird sich dann wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen zeigen. Was wir sonst noch für Videos für euch machen, das steht allerdings schon fest. Mass Effect Andromeda, ihr habt es ja dann gestern mitgekriegt, ist jetzt das große Thema der Woche. Ja. Ist ja ab heute auch als Play First Trial für PC und Xbox One spielbar. Solange man da halt entsprechend dieser EA Access Abonnent ist, dann kann man sich das Ganze anschauen. Wir haben ja gestern Abend schon, am späten Abend habt ihr ja noch ein Let's Play rausgehauen. Ja. Du und der Matthias, der ja auch schon sich länger mit dem Titel beschäftigt. Der Matthias, da muss man sagen, das ist halt der absolute Mass Effect Experte. Wahnsinn, ja. Wir saßen gestern auch in einem Meeting. Ja. Und haben über Mass Effect eben geredet, wie wir das so covern wollen. Und dann war das so, als würde der so eine andere Sprache sprechen, ja, mit seinen ganzen Fachbegriffen. Aber der ist ja wirklich tief in der Materie drin. Wir haben ein Let's Play dazu gemacht. Wir zeigen euch da an ausgewählten Szenen ein paar Neuerungen eben, die das Spiel so an den Tag legt. Unter anderem die Charakterentwicklung, das Kampfsystem, die Missionsstruktur, das Dialogsystem und auch den Nomad im Einsatz. Auf jeden Fall reinschauen in unser Let's Play. Außerdem haben wir zum Mass Effect natürlich einen Grafikvergleich, einen Synchro-Vergleich. Ey. Ja. Den Synchro-Vergleich solltet ihr euch mal anschauen. Ich weiß ja nicht, wie ihr die deutsche Synchronisation findet. Wir haben da so unsere liebe Mühe und Not damit. Mass Effect Andromeda hat auch, muss man sagen, ein paar andere Probleme. Schaut euch das einfach alles mal an. Sehr, sehr spannendes Thema. Dann natürlich PS4 Pro Update 4.5. Da gab es ja ein Update vor ein paar Tagen und das hat ja diesen Boost-Modus eingeführt. Wir zeigen, wie das mit der Festplatte funktioniert, wie man quasi Spiele jetzt auf einer externen Festplatte installieren kann und so weiter. Unser Prakti, der Bernhard, unser neuer Prakti, der hat sich das Ganze für euch mal angeschaut, hat da ein Video draus gemacht. Könnt ihr mal anschauen. Auf jeden Fall. Sein erstes Video, deswegen sehr nett zu ihm sein. Sehr nett zu ihm sein, genau. Muss man dazu sagen. Und seid gespannt. Kommentare haben wir einen für euch heute. Nämlich genau. Gestern fragte Kai Reck auf YouTube unter diesem Video: Das Studio sieht gut aus, weiter so. Frage: Auf was für kommende Games freut ihr euch so? Ich fange mal an. Ich habe mal so ein bisschen überlegt. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, ja. Aber meine Spiele, auf die ich mich sehr freue, das ist, obwohl ich eigentlich Zombie-Themen überhaupt nicht mehr sehen kann, aber dieses Days Gone, also das hat schon irgendwie cool aus. Du wärst in deinem früheren Leben gern auch so ein Biker gewesen, ne? Der da so durch genau, so ein Biker und Zombie-Horden. Ich hoffe mal, dass mit dem Gameplay das ganz funktioniert. Detroit Become Human, obwohl ich das meistens ein bisschen zu verkopft finde, was die Kollegen da machen von Quantic Dream, aber trotzdem immer sehr spielenswert. Star Trek Bridge Crew, als alter Star Trek-Fan möchte ich da endlich mal VR-mäßig den Ton angeben auf der Brücke und Red Dead Redemption 2 natürlich, Star Wars Battlefront 2 und ich will jetzt nicht zu lange reden, deswegen mal ganz schnell. Ganz, ganz oben auf dieser Liste steht Outlast 2. Outlast für mich einer der ganz großen Hits, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder wann schon rauskam und so. Ganz, ganz tolles Spiel und da freue ich mich ganz, ganz, ganz astronomisch auf den zweiten Teil. Ja, ich halte mich auch kurz. Ich habe hier mal so eine kleine Liste vorbereitet mit den Sachen, auf die ich mich so freue. Ich weiß nicht, es geht zum Beispiel los mit South Park, Fractured But Whole ist ein sehr interessantes Spiel. God of War, das neue God of War. Star Wars Battlefront 2, da ja dieses Jahr kein Battlefield rauskommt. Kingdom Come, Deliverance, Quake Champions. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich Quake weiterhin Champions, auf eure... Red Dead Redemption 2 natürlich. Wir freuen uns weiterhin auf Injustice eure Kommentare. 2. Bitte weiter fleißig kommentieren. Teilen Tekken, vor allen Dingen auch. 7. Das bringt uns nämlich jede Menge, Cuphead, wenn ihr kommentiert euch und teilt und so weiter. Dirt 4 und kommt auch raus. Wir sehen uns dann morgen Jahr wieder bei der nächsten Ausgabe Elder Scrolls von Games Online World Morrowind Daily News. Ich glaube, ich weiß nicht, also gerade